Okay, ich glaube, er ist in der Box. Oh ja, er ist in der Box. Auf jeden Fall ist er in der Box. Schnell hier durch. Auf die andere Seite. Und? Tor zu, ohne zu sterben. Go, go. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Schnell alles wieder zumachen. Yes! Er ist in der Box. Hallo und herzlich willkommen zu Modded Scorched Earth. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es gibt hier unglaublich viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich heute anfangen soll. Wir haben ja gesagt, wir wollen auf jeden Fall den Prime Archie zähmen. Das werden wir also machen. Und ich bin hier auch ein bisschen dran, an diesem Croplot-Mod weiterzumachen. Wir haben ja schon diesen 5S Croplot hingestellt. Und ich denke, wir sollten jetzt soweit sein. Hier haben wir noch 37 5S. Uns die 5S Seeds herzustellen. Seeds, Tier 5. 5 Essen zieht. Das heißt, wir sind jetzt im letzten Tier. Super cool. Hat 105 Essen gekostet. Das hat wirklich richtig lange gedauert, bis das gewachsen ist. Wir haben jetzt nur noch 14 Stück. Und ich habe schon einige 5 Essen Croplots gecraftet. Also, da sieht's gut aus. Jetzt packen wir das da rein und holen uns ein bisschen Dünger. Da gibt's schon wieder Dünger. Packen wir erstmal einen rein. Und dann schauen wir weiter. So. Da sollte jetzt was wachsen. Irrigated ist. Also dieses... Das ist, glaube ich, ein S-Plus-Gerät hier. Ja, S-Plus Metal Water Tap. Ich denke, dass die eine größere Reichweite haben, weil normalerweise wäre hier nicht mehr irrigated. Das ist also ganz cool. Und die haben auch alle unterschiedlich viel Wasser. Die normalen haben ja 600, ne? Glaube ich zumindest. Genauso wie dieser 2-Essen-Croplot. Und das verdoppelt sich hier alles, genauso wie der Greenhouse-Effekt. Also die 2S Croplots scheinen relativ normal zu sein von den Werten. Und dann geht's alles ins Unendliche hoch. Und entsprechend schnell wächst das Zeug. Ich habe das gerade erst ausgeleert, wir haben schon wieder 190. Also super cool. Geht schon relativ schnell, aber 190, 4S sind halt nur, ich glaube, 3 bis 4, 5S. Wie viel sind das hier? Ich kann nochmal kurz gucken. Magic, 5S. Genau, wir brauchen 64 Stück. 64 4S für eine 5S. Also, das dauert. Deswegen warten wir da jetzt nicht ab, sondern lassen das erstmal so ein bisschen wachsen. Ich habe mal unser X-Dodo hier runtergestellt, dass wir ein bisschen schneller an die Eier rankommen und die direkt hier verarbeiten können. Ich habe noch Eier im Kühlschrank, falls wir die für irgendwas brauchen, aber ich denke, man braucht die wirklich nur, um hier diese Kibbles herzustellen. Dann nehmen wir mal ein paar mit. Ich denke, nehmen wir mal 12 mit vielleicht. Okay, nehmen wir mal 14 mit. Ich habe immer so ein bisschen Angst, wenn ich sterbe und das Zeug verliere. Gut, das ist jetzt nicht so wertvoll eigentlich. Ich habe jede Menge Ressourcen auf jeden Fall geholt. Schaut euch das an. Da haben wir also Unmengen an Metall. Ich habe wieder dafür gesorgt, dass wir alles haben, was wir brauchen. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen hier technologischen Fortschritt ranbringen. Es gibt so viel, was ich unbedingt bauen möchte. Aber wir haben gesagt, wir zähmen heute ein bisschen. Vorher zeige ich euch nochmal ganz kurz ein paar Sachen hier, bevor wir starten. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass man diese S-Plus-Railings auch an den Ramps platzieren kann. Hier unten mache ich das, glaube ich, nicht. Das ist ganz praktisch, wenn man hier so ein bisschen quer hochkommt. Aber hier oben ist das cool. Das sieht dann so aus. Die sind also ein bisschen zu kurz, die Railings. Das geht nicht ganz auf. Aber ich finde es total cool, dass man die da platzieren kann. Echt super cool. Das freut mich. Also wir haben hier die S-Plus Adobe Ramps drin. Ich denke, mit den normalen Ramps wird das wieder nicht funktionieren. Aber so funktioniert es. Und es sieht super cool aus. Gut, dann packen wir das Zeug mal weg. Ich weiß gar nicht, was ich euch noch zeigen wollte. Vielleicht fällt mir das wieder ein. Irgendwas war da noch. Ah, wir haben noch die Sichel dabei. Die Sichel ist auch... Ich habe ja mal gemeint, wir brauchen nur einen Sichelschwung hier, um so einen Busch abzubauen. Das ist auch so mit unserer Super-Sichel. Einmal und wir haben alles im Inventar. Das ist also super praktisch. Die hat unendlich viel Melee-Damage. 740, also ab 740 habt ihr auf jeden Fall nur einen Hit pro Busch. Das ist total praktisch zum Fiber-Sammeln. So, was haben wir denn da gerade gesehen? Da sind Jaboa unterwegs. Oh, das sind Modded Jaboas. Es gibt total viele Tiere, die wir noch nicht gesehen haben. Das müssen wir also auch nochmal gucken, was es da so alles gibt. Das ist ein Modded Jaboa. Das ist ein ganz neues Viech und das hat wieder kein Overlay scheinbar. Das heißt, wir können nicht checken, was mit dem so abgeht. Ich denke, wir betäuben das einfach mal. Also ich habe PO-Arrows dabei. Ich habe keine Ahnung, ob wir die brauchen. Und ob wir das Tier einfach mit der Faust betäuben können. Ich
Stopp! Du sollst ihn nicht fressen. Wieso wolltest du den fressen? Der hat mir doch gar nichts getan. Okay, Bagheera ist so ein bisschen übervorsichtig. Ich glaube, wir haben keine Seeds. Ach doch, wir haben Seeds, perfekt. Plant Species Y Seeds. Und frisst er die? Ich weiß nicht, ob er die frisst. Wir sind jetzt bei 400 gleich. Oh oh. Ich glaube nicht, dass er die frisst. Brauchen wir vielleicht die Kibbles? Oh doch, er frisst's. Modded Jaboa. Wie nennen wir den kleinen? Okay, wir gucken ihn uns erstmal an. Also die sehen auf jeden Fall super cool aus. Wir müssen mal kurz hier unseren Master Chief reinsetzen. So. Dass wir den hier auch mit reinnehmen können, damit dir nichts passiert. Dem Modded Jaboa. Und die sind ziemlich verrückt, die Viecher. Die sehen auf jeden Fall total cool aus. Total coole Färbung. Crazy cool. Der hat schwarze Augen? Oh, das sieht komisch aus. Und... wow, was ist denn das? Das sind zu viele Nullen. Millionen. 10 Milliarden Hitpoints? Okay. Ist in Ordnung. Was soll das denn? Ach so. Vielleicht, weil man die so oft verliert, dass sie dann jetzt endlich mal so einen Jaboa gebastelt haben, der nicht so schnell stirbt. Ich habe keine Ahnung, was das werden soll. Also der stirbt, glaube ich, nie. Da kann man ja machen, was man will. Wow. Crazy. Also ist ein Level 1er. Mit total verrückten Hitpoints dort. Kann man das hochleveln? Über 10 Milliarden Hitpoints? Oh mein Gott. Aber er kriegt keine Hitpoints dazu. Scheinbar ist das das Maximum. Okay. Na gut. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Modded Jaboa. Mal sehen, wie das aussieht. Yeah. In Rot. Super cool sieht das aus. Gut, da müssen wir uns noch einen Namen einfallen lassen für den Kleinen hier. Das ist jetzt ein Weibchen. Gut, da fällt mir noch was Gutes ein. Rot-schwarz. Super stylisch. Die sind, glaube ich, genauso groß wie die normalen, ne? Ja. Aber witzige Tiere. Gut, dann haben wir den auch schon gesehen. Da gibt es also noch einiges zu entdecken. Und jetzt starten wir, glaube ich, mal mit... nee, nicht mit Phoenix, sondern mit unseren Süße Träume. Archie, wo ist Süße Träume? Steht auf dem Dach. Und guck mal, ob wir den Prime wiederfinden. Das wird auf jeden Fall ziemlich spannend. Vielleicht sollten wir noch PO-Arrows mitnehmen. Da habe ich jetzt nicht so viele dabei. Was machst du denn hier? Hast du dich verlaufen? Das ist nicht gut. Das ist gefährlich, wenn man sich verläuft. Wir gucken nochmal kurz, ob wir noch PO-Arrows haben. Ich vermute nämlich, dass wir die brauchen werden. Die sind sicher wieder total stark. Da ist unsere Munitionskiste. Nehmen wir nochmal 35 mit. Und packen noch kurz die Ressourcen weg. Da habe ich ja Unmengen an Zeug dabei. Weg, weg, weg. Und das Fiber können wir auch da lassen. Und die Sichel packen wir wieder hier rein, dass wir die nicht verlieren. Das wäre schade. Das ist nämlich die beste Sichel, die ich habe. Und der Prime, der war ja da hinten beim Giga irgendwo unterwegs. Mal gucken, ob wir den wiederfinden. Die sind ja ziemlich offensichtlich und gut zu sehen mit ihrer lilanen Färbung. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen in Melee-Damage. Wir haben halt nur 100.000 Hitpoints, das heißt, wir müssen super gut aufpassen. So, da ist schon wieder ein Archie. Sieht aus... ja, wie ein Power-Archie eigentlich. Ja, sieht ziemlich nach Power aus. Da ist er ja schon. 540er war das, ne? Mal gucken. 540er Prime Archie. Da bin ich super gespannt. Wir haben noch so viel, was wir testen müssen. Wir haben auch noch gar keinen Apex getestet. Da ist nur dieser Rex hier unterwegs gewesen. Ich guck mal kurz, wie die Box aussieht. Ich glaube, da müssen wir noch die Tür aufmachen, möglicherweise. Und dann würde ich versuchen, den erstmal so zu zähmen auf dem Weg zur Box. Und wenn wir es nicht schaffen, dann packen wir den in die Box und schießen mit den PO-Arrows auf den. Ich denke mal, der wird ziemlich stark sein. Das ist ein 540er. Und die Primes sind auf jeden Fall stärker als die Elemental-Tiere. Ist ja klar. Die sind, glaube ich, auch deutlich stärker als die Alphas. Also wir müssen ein bisschen aufpassen mit unseren Hitpoints. So, jetzt holen wir den mal. Mal sehen, wie schnell der ist. Ich hoffe, nicht so schnell wie wir. Oh, da ist schon wieder so ein Barkai Opterix. Level 360. Also die sind auch stark. Ich denke mal so Alpha-mäßig.
Aber meistens können sie nicht so wirklich angreifen. Der schafft es auch gerade wieder nicht. Die haben so ein bisschen Probleme mit dem Steigen und Sinken. So, wo bist du? Da bist du. Schauen wir mal, dass wir dich mitnehmen. Erwischt. Kommst du mit? Oh ja, die sind ziemlich schnell. Wow. Fast so schnell wie wir. Nicht ganz. Aber schon ziemlich schnell. Jetzt haut er wieder ab. Dann holen wir ihn halt wieder. Okay, der macht schon gut Damage. Und die haben auch so einen Debuff. Jetzt kommt er wieder nicht mit. Was macht der denn da? Ich glaube, der will hier den Morella. Oder irgend sowas. Mal sehen, wie viel Torpor die haben. Den Enki will er. Die sind ja ziemlich aggressiv. Die nehmen ja alles. Wow. Jetzt sind wir irgendwie vergiftet gewesen gerade. Oh, was jetzt? Jetzt kommt er doch wieder nicht. Die haben alle möglichen Debuffs. Wir haben auch ein bisschen Torpor-Damage genommen. Scheinbar machen die auch Torpor-Damage. Oh ja. Und richtig böse Schaden auf jeden Fall. Sieht nicht so aus, als wäre das einfach, den mitzunehmen. Der ist irgendwie immer abgelenkt. Ziehen wir den mal ein bisschen höher. Vielleicht geht das dann besser. Ja, das geht besser. Boah, sind wir schnell. Super schnell. Gut, allzu weit haben wir es nicht. Jetzt zieht er schon wieder ab. Okay, ich glaube, er ist in der Box. Oh ja, er ist in der Box. Auf jeden Fall ist er in der Box. Schnell hier durch. Auf die andere Seite. Und? Tor zu, ohne zu sterben. Go, go. Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Schnell alles wieder zumachen. Yes! Er ist in der Box. Das war überhaupt nicht einfach. Das hat richtig lange gedauert. Die sind total aggressiv. Die gehen auf alles los, was hier irgendwie unterwegs ist. Das heißt, man muss die möglichst hoch irgendwie kiten, damit die nicht alles Mögliche angreifen. Halt mal still, wenn es geht. Oh mein Gott. Wie soll ich den denn treffen? Oh, ich glaube, das wird nichts mehr treffen. Komm mal zu uns. Du willst uns doch, oder? Ich habe noch kein einziges Mal getroffen. So, das hätte eigentlich ein Hit sein müssen. Ich glaube, das war ein Hit. Aber ich habe irgendwie keine Hitmarke. Das ist komisch. Das war wieder nix. Das war ein Hitmarke. Okay. Wir müssen auf jeden Fall öfter treffen, weil so viele Pfeile habe ich dann doch wieder nicht. Warten wir mal, bis er da wieder runterkommt. Ist so. Ich glaube, das geht ganz gut. Dann schauen wir mal, wie lange das dauert. Wow, das sind jede Menge Ressourcen für uns. Nicht schlecht. Besser als jedes Fiomia. Wow, geh doch endlich down. Ich kriege ihn nicht down. Wir haben kaum noch Pfeile. Und ich wechsle jetzt immer so ein bisschen ab. Ich gehe immer wieder mit dem Archie ran und nehme dann wieder Pfeile. Und das wird aber irgendwie nichts. Der geht nicht down, der flieht auch nicht. Und wir nehmen halt übel Schaden. Das heißt, ich kann immer nur ganz kurz ran. Ich glaube, ich hole noch ein paar PO-Arrows. Ich hoffe, der verliert nicht zu viel Torpor in der Zeit. Aber so wird das nichts. Die müssen unglaublich viel Torpor haben. Crazy. Gut, wir brauchen einfach noch ein paar PO-Arrows, dass wir so immer abwechseln können zwischen Pfeilen und unserem Archie. Süße Träume ist nicht stark genug für sowas. Nehmen wir mal noch ein paar PO-Arrows. Oh, das war Anti-PO, die wollen wir nicht. PO, PO, PO-Arrows, PO-Arrows. Wir haben ja eigentlich genug. Und dann machen wir einfach so lange weiter, bis der irgendwann down geht. Anders geht es nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Regen-Potion mit. Sonst könnten wir auch süße Träume so eine Regen-Potion verpassen. Aber jetzt machen wir erstmal mit dem Fallen weiter. Das geht eigentlich relativ gut. Hin und wieder hält er dann doch still, wie ihr gerade gesehen habt. Und dann trifft man ihn ganz gut. So, machen wir mal weiter hier. Nein! Ich war nicht schnell genug weg. Oh mein Gott. Okay, das war ein Riesen-Fail. Unser Jerboa ist gerade wieder aufgewacht. Scheinbar machen die auch Poison-Damage. Sonst hätte ja unser Jerboa hier nicht, sonst hätte der nicht geschlafen.
Das war also ziemlich komisch. Der kam so schnell, da kam ich einfach nicht schnell genug weg. Die sind also super schnell. Schneller als Alphas. Und ich habe jetzt beide Poison Archies hier. Barchi und süße Träume. Jetzt können wir die beide so ein bisschen abwechseln. Ich glaube, Barchi können wir auch noch hochleveln. So, das war wieder ein Treffer. Da können wir noch ein bisschen in Melee-Damage gehen. Okay, das war's schon. Unsere Rüstung ist leider komplett kaputt. Durch den einen Hit. Also ziemlich crazy. Und der flieht nicht. Also, das sieht irgendwie nicht so aus, als könnten wir den auf die Art zähmen. Er müsste ja irgendwann zumindest mal fliehen. Das wäre so der erste Schritt. Und solange er nicht flieht, sieht es nicht so aus, als würden wir den irgendwann zähmen können. Wie sieht's hier aus? Okay, wir haben wieder volle HP. Fliegen wir nochmal ran. Also wir müssen einfach immer da sein und hier Torpor-Damage machen, damit er nicht recken kann. Dann sollte der irgendwann down gehen, theoretisch. Und? Nö, er greift immer noch an. Crazy. Kann man die überhaupt betäuben? Langsam zweifle ich dran. Also, ganz ehrlich, ich glaube, wir verschwenden hier unsere Zeit. Ich habe jetzt schon wahrscheinlich 1,5 Stacks oder so Pfeile in den reingejagt. Er sieht aber schon irgendwie verwundet aus. Er ist kein einziges Mal geflohen, nicht mal eine Sekunde. Das heißt, ich denke, der stirbt, bevor wir hier das Torpor irgendwie hochbringen. Der muss unglaublich viel Torpor haben. Wir können unsere Archies auch kaum noch verwenden, weil die so viel Torpor auch schon bekommen haben. Der macht ja auch Torpor-Damage. Das heißt, jedes Mal, wenn wir hier einen Durchgang machen, dann nehmen wir wieder Torpor-Schaden und es dauert halt richtig lange, das wieder wegzurecken. Also, die Archies kann ich auch nicht mehr lange verwenden. Ich glaube nicht, dass wir den down kriegen. Also, vielleicht stirbt er irgendwann, aber der scheint nicht wirklich betäubbar zu sein, wie es aussieht. Das ist komisch. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man die betäuben kann. Aber vielleicht nicht auf die Art. Also die PO-Arrows sind wirklich stark. Ich denke mal, unsere Archies sind nochmal eine Ecke stärker. Nehmen wir nochmal süße Träume. Auch schon sehr viel Torpor-Damage genommen. Also jetzt sind schon bei mehr als der Hälfte an Torpor-Schaden. Und den Prime interessiert es überhaupt nicht. Wir hätten uns erstmal einen Low-Level-Prime zum Testen suchen sollen. Das ist super komisch. Nee, also das kann nicht der richtige Weg sein. Ich denke, da mache ich irgendwas verkehrt. Der wird jetzt jede Sekunde sterben. Der ist super verwundet. Und ich habe irgendwie nochmal eine Ladung Pfeile reingepumpt. War nochmal mit beiden Archies hier dran. Und der ist immer noch nicht geflohen, also der greift durchgehend an, seit wir den hier eingesperrt haben. Geht der hier auf die Wände los. Das sieht also nicht so aus, als würden wir den irgendwann betäuben können. Deswegen werde ich mal versuchen, den zu töten, weil der super gefährlich ist. Wenn der hier in der Nähe der Base rumfliegt, ist das nicht so toll. Deswegen muss der hier leider weg. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die betäubt kriegen. Das sieht ziemlich schwierig aus. Jede Menge Pupse habe ich eingesammelt. Guter Dünger. Und jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis unser Archer hier gereckt hat. Wir können die natürlich hochregen lassen. Aber das wird wahrscheinlich dann das Torpor auch resetten. Die Alphas haben ziemlich viel Torpor verloren, ziemlich schnell. Jetzt treffe ich ihn wieder nicht. Oh je, der wird jetzt sowieso wieder hochregen, wenn es so weitergeht. Ich muss ja auf jeden Fall dazwischen zielen, das ist schon mal klar. Aber das ist super schwer, wenn der sich so schnell bewegt. So, jetzt hängt er. Gut. Also die Pfeile machen eigentlich super wenig Schaden. Und super viel Torpor-Damage. Also theoretisch müsste man den super betäuben können mit den Pfeilen. Die Pfeile sind da, glaube ich, deutlich besser als die Archies. Die Archies machen auch ziemlich viel Schaden. Aber ihr seht's ja, das wird nichts. Das sind unsere ganzen PO-Arrows jetzt. Wie sieht's mit dir aus? Ich kann nochmal Barchi nehmen. Oh, da ist er down.
Mit einem Pfeil habe ich ihn getötet. Vielleicht machen die Pfeile doch mehr Schaden. Aber eigentlich sind die super gut zum Betäuben. Okay. Das war's dann wohl. Hat irgendwas gedroppt? Mal gucken. Machen wir mal auf. Gut. Die Primes, da müssen wir noch ein bisschen üben, wie es aussieht. Vielleicht braucht man erst andere Tiere, um die zu betäuben? Wow, der hat auf jeden Fall viel Zeug dabei. Das nehmen wir mal alles mit. Take all. Gut. Jede Menge Tränke. Das können wir wieder offen lassen. Dann fliege ich mal die Tiere nach Hause, repariere unser Zeug. Und vielleicht sehen wir hier noch den Apex und können versuchen, den zu zähmen. Aus irgendeinem Grund können wir die Primes scheinbar so auf die Art nicht zähmen. Ich werde nochmal nachlesen, ob die vielleicht überhaupt gar nicht zähmbar sind. Aber ich dachte eigentlich, die wären betäub und zähmbar. Na gut, hat irgendwie nicht funktioniert. Und da sind wir wieder. Ich habe mal die Rüstung repariert. Wir sind jetzt also wieder ready to go. Ich habe auch ein paar XP Potions hier dabei. Die können wir jetzt mal ihr hier geben. Remote Use. Oh ja, da haben wir ja diesen Timer drauf. Das ist ein bisschen unpraktisch. Also sie braucht auf jeden Fall schon ziemlich viele XP, damit hier was vorangeht. Ich habe gedacht, wir leveln sie noch ein bisschen hoch, dass sie ein bisschen stärker wird. Aber das sieht nicht so einfach aus. Gut, ich werde ihr also mal die Potions geben. Ich habe ein paar Poison Potions mit eingepackt und so. Ich glaube aber, dass heute die Zeit nicht mehr so wirklich ausreicht, dass wir hier den Apex angehen. Das könnte ja wieder genauso kompliziert werden wie jetzt mit dem Prime. Ich glaube, wir haben alles richtig getan. Also, ich weiß nicht, was wir noch hätten anders machen können. Die haben ein bisschen mehr Torpor natürlich als die Alphas, aber theoretisch... Gut, hier haben wir genug Sprit drin. Theoretisch sollten wir die problemlos legen können. Ich weiß nicht, was da los war. Vielleicht wurde da der Torpor-Wert erhöht von den Primes. Das könnte natürlich sein. Kann ich jetzt nicht sagen. Müssen wir einfach weiter ausprobieren. Ich denke, für einen Moment machen wir hier mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal, dass wir ein paar Ressourcen zum Laufen kriegen. So das Wichtigste, zum Beispiel Silica Pearls oder so. Dass wir uns Electronics herstellen können. Da habe ich nämlich immer zu wenig. Chronische Electronics-Knappheit bei uns. Und die können wir uns ja hier dann theoretisch anpflanzen. Seeds haben wir hier, glaube ich, auch schon welche. Ja, das wächst schon ganz gut. Perfekt. Dann nehmen wir mal ein paar raus und verteilen die hier. Da kommt eine rein und hier kommt eine rein. Dünger haben wir hier ja auch irgendwo. Da ist unser Dünger. Beetle. Eins und zwei. Ich tue jetzt immer überall erstmal eins rein und dann schauen wir, wie viel wir davon überhaupt brauchen. Das Zeug wächst nämlich ganz gut und dann werde ich die Croplots später mal anders belegen. Zum Beispiel haben wir hier die ganz normalen zwei Essen-Croplots, die werde ich dann, glaube ich, rausnehmen. Die kann man nämlich aufheben. Also sobald das hier fertig gewachsen ist, das hat nicht mehr viel Fertilizer, werde ich die Croplots rausnehmen und umwandeln in diese fünf Essen-Croplots. Und dann können wir ja später noch aus den fünf Essen-Croplots diese Tech-Croplots herstellen. Die Dinger, die sind unglaublich teuer. Also 50 Polymer und alles mögliche an anderem Zeug. 50 Electronics auch wieder. Also ziemlich crazy. Und das ist ziemlich krass, was das an Ressourcen kostet. Das ist mir am Anfang nicht so aufgefallen, aber wir müssen ja einen Croplot bauen, damit wir das überhaupt machen können. Dann gehen wir in den 2-Essen-Croplot. Der kostet nochmal genauso viel wie der normale Croplot. Und so geht es hier weiter. Das kostet jedes Mal wieder so viel wie so ein Croplot. Das heißt, man braucht hier ein paar hundert Stein. Wenn man hier so was aufbauen will wie das hier, dann kostet das hier ein paar tausend Ressourcen. Ist also gar nicht mal wenig und ziemlich schwer, das alles hier hochzutragen. So, ich glaube, wir lassen hier so einen kleinen Durchgang, dass wir ein bisschen den Überblick behalten. Dann stellen wir hier weiter welche auf. Und wir können mal gucken, was wir eigentlich an Seeds herstellen können. Das ist ja das Interessante eigentlich. Wir können mal schauen, was wir brauchen. Das sind also die normalen Seeds und unter Tier 1 finden wir das interessante Zeug. Moment, was war das denn? Magic Plant Species X Seed. Okay, wir können also Plant Species X anpflanzen. Brauchen wir im Moment, glaube ich, nicht. Davon haben wir noch ein paar rumliegen. Ich weiß nicht, ob wir die für irgendwas brauchen. Wir können Fleisch Seeds und... Was ist das? Die normalen Magic Seeds. Das ist Tier 1, Tier 2. Spoiled Meat. Haben wir, glaube ich, auch genug. Das sind die normalen 2 Essen Seeds. Dann gibt es Farben Seeds. Das wäre auf jeden Fall interessant. Da müssen wir jetzt erstmal die ganzen Farben herstellen. Yellow, Red, Blue, Black und White.
Okay. Thatch Seeds sind super cool. Also wir werden schon wieder angegriffen. Okay, war ein Terror Bird. Also wir werden hier ständig angegriffen. Das ist ein bisschen unpraktisch. Da müssen wir auch dringend mal was machen. Ich glaube, wir waren bei Tier 2. Genau. Thatch Seeds können wir uns herstellen. Kosten Rare Flowers, Rare Mushrooms, Thatch und Magical 2 Essen. Wir bräuchten Rare Mushrooms ganz dringend. Und Flowers. Mal sehen, ob wir die herstellen können. Die gehen mir nämlich sonst irgendwann aus. Hier wären die Pilze. Wow, das ist teuer. Ich denke, das hier wäre am wichtigsten, dass wir als erstes die Pilze herstellen. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Pflanzen farmen, bis wir die Pilze haben. Und dann werde ich mal die Mushroom Seeds herstellen und die Rare Flower Seeds. Die brauchen wir, damit wir dann hier die weiteren Seeds alle herstellen können. Na, wo sind denn die Rare Flower Seeds? Die sehe ich jetzt gar nicht. Da sind die Pilze. Vielleicht sind die unter Tier 5. Rare Flower Seed. Okay, die sehen ein bisschen komisch aus. Ich weiß nicht, welches Tier das ist. Wahrscheinlich auch Tier 3, ne? Ja, ist auch Tier 3. Okay. Gut, die beiden sind jetzt super wichtig. Da werde ich mich mal drum kümmern. 140 Rare Flowers. 140 Rare Mushrooms. Also ihr seht, das ist schon richtig, richtig aufwendig. Aber man wird halt dafür belohnt, wenn man es macht. Dann hat man nämlich unendlich Pilze danach, weil man das Zeug praktisch anpflanzen kann. Was wir jetzt aber noch super dringend brauchen, sind auch so ein paar technologische Sachen, wie zum Beispiel, könnten wir uns mal eine Rifle herstellen? Einfach eine Longneck-Rifle. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist da draußen los? Kommen wir da irgendwie raus? Noch ein paar Gira wieder. Das ist ja das Hitbox-Problem. Nehmen wir mal Blueberry ein Stück zur Seite, damit Bagheera da das Ding auffressen kann. Dann soll sie zufrieden sein. Ja. Er zufrieden sein, nicht sie. Bagheera ist natürlich ein Er. Gut, dann können wir wieder reingehen. Ich denke, wir brauchen den Grill. Ich weiß nicht, ob das mit der Rifle wirklich eine gute Idee ist. Wir haben ja diese AK-Darts. Die könnten wir ganz gut nutzen. Aber wir haben keine gescheite Waffe. Wir bräuchten natürlich eine gute Longneck-Rifle. Wenn wir uns die jetzt einfach herstellen, dann haben wir ja nur so ein Standardteil. Ich denke mal, das kann nicht mit unserem Compound-Bow mithalten, der hier 64% Weapon-Damage hat. Von daher wird sich das wahrscheinlich nicht lohnen, aber wir könnten es mal ausprobieren. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Grill, weil wir haben kaum noch Fleisch. Mal gucken. Das wird so schnell schlecht, das Zeug. Ich sehe gar kein Fleisch mehr. Okay. Also ein Grill wäre super wichtig. Wir haben ja jetzt genug Metall. Ich habe auch mal unseren kleinen Jaboa umbenannt. Sie heißt jetzt Sabine. Na, aber sie ist die Göttin von allen Jaboas. Also, der müssen wir den nötigen Respekt zollen hier. Ich weiß nicht, ob wir die jemals verlieren können. Das ist unglaublich, wie viele Hitpoints die haben. Und das sieht so aus, als würden sie den nicht hochrecken. Ich gehe jetzt nur noch in Melee-Damage, weil was brauchen wir sonst? Wir brauchen definitiv keine Hitpoints. Also sie hat ein bisschen Hitpoints verloren durch den Prime Archie. Der hat sie einmal gehittet. Und sieht so aus, als würde sie das nicht hochrecken. Also möglicherweise müssen wir dann irgendwann so eine Regen-Potion verwenden, damit sie das wieder hochreckt. Das kann man wieder rausnehmen. Weil sie hat eigentlich... Hat sie Hunger? Ein bisschen Hunger. Okay, wir haben ein Hitze-Event, was jetzt dann reinkommt. Kann man in die Feeding Trough gucken. Oh, da ist keine Beeren mehr drin. Das ist nicht gut. Müssen wir das schnell wieder Beeren reintun. So, 5000 sollten ja reichen. Wer frisst denn hier so viel? Wow. Ihr seid ganz schön hungrig. Gut. Offensichtlich nötig. Kriegen sie noch ein bisschen Abwechslung. Ein paar Tintoberries. Okay. Und dann schauen wir mal, dass wir uns diesen... Okay, der ist hier, ne? Diesen Grill herstellen. Grill, Industrial Grill. Cementing Paste haben wir, Crystal haben wir, Metal Ingots haben wir. Pool Resources. Ich glaube, das machen wir anders. Wir machen das direkt, das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Okay, ich habe mal den Grill hergestellt. Den stellen wir, glaube ich, irgendwo hier drüben mit dazu, damit wir auf jeden Fall immer genug Fleisch haben. Der ist ganz schön groß. Vielleicht hier in die Ecke? Der ist eigentlich ganz gut aufgehoben. So, stellen wir die mal ganz an die Wand. Irgendwas? Okay, wir sind schon in der Wand. Der ist echt riesig. So. Und so.
Da steht da. Das ist jetzt. Darf ich jetzt den normalen gebaut? Ich weiß gar nicht, ob es da einen S-Plus-Grill gibt. Ich glaube nicht. Nee, da gibt es nur den normalen. Das heißt, wir müssen unser Fleisch da von Hand reintun. Sollte kein Problem sein. Nehmen wir mal so ein Steak mit und schmeißen das einfach da rein. Dann sollten wir mal ein bisschen Fleisch haben. Ich weiß nicht, was da zurzeit los ist. Also unser Wasserverbrauch und... Ich glaube, wir tun noch eins rein, so. Damit ein Weilchen durchläuft. Unser Wasserverbrauch ist enorm. Das ist unglaublich. Und das Zeug wird alles so schnell schlecht. Das Fleisch ist immer sofort schlecht, bevor ich das hier aufessen kann. Das ist echt total crazy. Gut, dann sollten wir gleich was zu essen haben. Ich habe mal die Longneck Rifle hergestellt. Die können wir dann gleich mal testen. Mmh. Frische Steaks. Und zwar haben wir hier die Drank Darts irgendwo mit drin. Nehmen wir mal da ein paar mit. Und okay, die passen, die Longneck Rifle. Haben wir also die richtige Waffe hergestellt. Und das ist jetzt eine standardmäßige Longneck Rifle. Die hat also... Okay, wie viel hat sie denn eigentlich? 100% Weapon Damage, ganz normal. Und ich glaube nicht, dass das Ding mit dem Compound Bow mithalten kann. Ich kann es mir nicht vorstellen, das wäre schon sehr komisch. Gucken, was wir hier finden. So ein Low-Level-Dodi geht mit dem Compound Bow in einem Hit down. Also ich denke, das wäre mit dem Compound Bow ein Hit. Schauen wir mal. Okay. Sieht aus, als wäre es mehr als ein Hit. Warten wir mal, bis der sich so ein bisschen beruhigt. Und dann schauen wir mal, was das an Torpor gemacht hat. Wir haben ihn ja im Kopf getroffen. Sollte also recht viel gewesen sein. Wo ist er denn? Okay, hat sich schon beruhigt. Der beruhigt sich ja schnell. Also fast gar nichts hier. An die 800. Das bringt uns nichts. Ich kann euch nochmal den Compound Bow zum Vergleich zeigen. Da sieht das Ganze dann so aus. Gute Nacht. Ich weiß nicht mehr, wie viel Torpor der hatte. Der hat also 5500. Das geht mit dem Compound Bow easy peasy. Wir haben jetzt aber auch ziemlich viel Schaden an ihm gemacht, muss man dazu sagen. Der war ja vermutlich höchstwahrscheinlich komplett hochgereckt. Das heißt, die Pfeile machen vielleicht doch relativ viel Schaden. Vielleicht nochmal testen? Warum nicht? Und... Check. Ja, die machen richtig böse Aua. Vielleicht war das das Problem mit dem Prime Archie, dass die Pfeile so viel Schaden machen. Da sind die Darts natürlich besser, aber die Darts machen einfach so geringen Torpor-Damage, dass die uns hier eigentlich überhaupt nichts bringen. Hm. Nicht so einfach. Also ich denke, wir brauchen einfach ein stärkeres Tier, wenn wir so ein Prime zähmen wollen. Mit den Elemental-Poison-Tieren, die sind einfach zu schwach, denke ich. Das funktioniert nicht. Ich glaube, dass die Apex Poison-Damage machen. Genau wie die Primes. Und die Apex sind eigentlich theoretisch so eine Stufe unter den Primes eingestuft. Das heißt, wir müssten uns jetzt wahrscheinlich erstmal so ein Apex holen, damit wir dann einen Prime zähmen können. Das geht ja so alles ganz langsam vorwärts. Ist eigentlich super cool gemacht. Also, ich finde es eine total coole Idee. Ist jetzt nicht so, dass man hier einfach herkommen kann und sich alles zähmen kann oder so, sondern man muss sich da so langsam die Nahrungskette hocharbeiten. Ist, finde ich, richtig cool. Das war's jetzt aber erstmal für heute. Wir haben Sabine den Super Jamboa gezähmt. Super cool. Und sind ein bisschen weiter hier mit dem Cropplot-Mod. Ich werde da, glaube ich, also mit dem Resource-Crop-Mod, ich nenne den immer Cropplot-Mod, ihr wisst ja, was ich meine. Und da werde ich jetzt mal ordentlich Pilze sammeln, dass wir da weiterkommen und uns alle Ressourcen pflanzen können. Das ist wirklich total cool, das freut mich total, da freue ich mich total drauf, das zu testen. Und das ist jetzt aber ein bisschen Farmarbeit, wie es aussieht. Die Pilze sind nämlich selbst im Modded richtig, richtig selten. Okay, ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.